Willkommen zum RZ-Magazin hier auf TV Oberwallis. Schön, seid ihr mit dabei. Für die, die Ferien haben, bedeutet der Campingplatz Entspannung. Andere arbeiten hier. Das RZ-Magazin hat den Campingplatz Bellatola zu Ostern besucht und Leute in verschiedenster Stimmung angetroffen. Warme Temperaturen, viel Sonne und blauer Himmel. Es ist Ferienzeit. Was für die einen ausspannen und vergessen vom Alltag ist, heisst für die, die arbeiten, Hochsaison. Hochsaison ist zurzeit auf dem Campingplatz Bellatola zu Ostern. Insgesamt 7 Leute kümmern sich hier Tag für Tag rund um die Uhr für das Wohl der Gäste. Wie der Geschäftsführer Jonas Hartmann sagt, ist die Arbeit auf dem Campingplatz vielfältig. Über die Reinigung bis zur Reparatur, am Büro, es ist vor allem ein bisschen dabei, das Schwimmbad. Es ist, ja, ist sehr, sehr vielfältig. Die Pflege der Pflanzen, von der Anlage allgemein, das ist ja... Gästenkontakt? Das gehört auch dazu, ja. Das ist ein grosser Teil, ja. Von den insgesamt 250 Plätzen, die es auf dem Camping gibt, sind 60 davon Türmieter. Sie sind, wie der Name schon sagt, Stammgäste, haben einen festen eingerichteten Platz und kommen regelmässig aufs Ostern. Die meisten kennt man persönlich, die, die halt oft da sind. Und gewisse sind ein wenig da. Zu denen sieht man nicht so viel und andere sieht man sehr viel. Und das ist schön. Das ist wichtig. Es gibt einen Austausch. Und ja. Eine von diesen Türmietern, die einen engen Bezug zum Platz und der Region haben, ist die Luzernerin Pia Steiger. Sie kommt schon seit über 30 Jahren und hat einen festen Platz. Also es ist natürlich ganz schön, wenn Kunst, du wirst empfangen, wirklich als Freund und als Kamerad. Und das ist natürlich schön. Da wird man jemanden eingeladen, man geht dort etwas reichen oder an einem Ort jemanden mal sogar essen und man hat es einfach schön und friedlich zusammen. Und am Abend geht man miteinander ins Beizli und das zeichnet einfach das Ganze, das Familiäre auch aus. Das ist ganz schön, ja. Insgesamt ist sie pro Jahr so zwischen 2,5 und 3 Monate her. Mit ihr haben wir einen Rundgang durch ihren Wohnwagen machen. Das ist unser Vorbau. Mit der Küche, komplette Küche, also Gasküche. Man hat natürlich einen Kühlschrank, das ist klar, für kühle Sachen können kühlen. Dort hat man eine Abstellfläche, was man einfach braucht. Auch in einem Wohnwagen braucht man eine Abstellfläche. Da. Dann gehen wir rüber zum WC. Wir sind angeschlossen seit etwa 15 Jahren an der ARA. Und das ist mein kleiner, aber herziger WC. Dusche haben wir nicht eingerichtet, weil wir gehen auf die öffentlichen, wo sie uns anbietet, über dem Sanitärtrakt. Das ist der Vorbau. Jetzt gehen wir in den Wohnwagen. Das ist der Wohnbereich. Hier haben wir unsere grosse Sitzgruppe. Und wenn wir dann schlafen wollen, das bietet natürlich etwa für 4 Personen Platz zum Schlafen, dann legen wir hier den Tisch ab. Dann kann man nur so ablegen. Dann haben wir Bretter, die wir zusammenstossen. Die Küsse gehen mit nachher. Und dann haben wir eine grosse Fläche von 2,50 m. Dann kann man das anziehen, richtig gemütlich machen. Es wird praktisch gedacht, dass man den Tisch nur so absägen kann. Hier haben wir die Mittelgruppe. Da kann man natürlich auch ein Bett daraus machen. Genau gleich, wie man legt den Tisch ab, Küsse noch, schöne Betten und dann kann hier auch eins pfusen. Dann hier hinten, das ist eigentlich das ältere Schlafzimmer, wenn man das so sagen. Das kann man dann nicht umbetten. Das ist fest. Das ist wie daheim ein Bett von 1,40 m. Und das ist gebig, das ist sehr schön. Daneben haben wir einen... Früher war das der Raum, wo die Toilette war. Und heute ist das für mich eine Abstellkammer, weil wir ja eben das öffentliche WC haben. Das ist einfach ein bisschen eine Abstellkammer. Aber das ist das offizielle Toilettenräumchen von einem Wohnwagen. Natürlich Schrank, Kleiderschrank. Man hat Geschirrschränke, wo man einfach das Geschirr alles zusammen versorgen. Das ist ideal, das ist gäbig. Es ist auch hier noch ein Kühlschränkchen drin. Für mich ist es heute ein Weinkeller.
bisschen Wein hat man ja auch immer einen Warmwagen, weil man doch gerne mal ein Fläschchen trinkt. Aber er ist außer Betrieb. Dass der Tourismus zurzeit ein bisschen Mühe hat, merkt man auf dem Campingplatz. Der Jonas Hartmann zieht dazu bis jetzt eine zwiespältige Bilanz. Bis jetzt hat er schon gut ein Drittel weniger Übernachtungen gehabt, sagt er. Wenn man zum Beispiel ein Video schaut, das gemacht wurde vor 20 Jahren, dann sind die Leute angestanden vor der Barriere und der Laden war bummvoll mit Lebensmitteln. Und das hat sich schon verändert. Aber es ist nicht schlechter zum Arbeiten. Überhaupt nicht. Aber es ist halt einfach schon anders geworden. Im Vergleich zu früher ist heute also vieles anders. Eins ist aber wahrscheinlich immer noch gleich. Die da sind, denen gefällt es offensichtlich. Auch den ganz Kleinen. Soweit der Bericht vom Campingplatz Bellatola Zusto. Schön, seid ihr mit dabei gewesen.